Und willkommen zurück zu Breath of Fire 3. Ich versuche gerade irgendetwas von diesen alten, bekloppten Leuten rauszubekommen, aber die scheinen nicht mit mir reden zu wollen. Was ist hier los? Wo kam überhaupt dieser Schrei her? Und mir fällt gerade auf, irgendwie fehlt Nina gerade. Nein, nicht schon wieder ihr. Ich hab keinen Bock auf euch. Benny! Versuch hier gar keine dummen Sachen. Mein kleiner, reptilienartiger Freund. Was, hast du mich reptilienartig genannt? Ich werde euch killen. Euch zu Gulasch und Frikadellen verarbeiten. Verdammt, aber ich kann nichts machen. Nina ist in Gefahr. Guter Schachzug, siehst du? Es gibt da überhaupt keinen Grund, hier sich zu verteidigen und Widerstand zu leisten, du Punk. Hast du mich gerade Punk genannt? Ey, guck dir mal im Spiegel. Und dich interessiert uns sowieso nicht. Aber Sachen würden ziemlich scheiße aussehen, wenn du uns hier verrätst, nicht wahr? Das können wir nicht zulassen. Aber es würde viel komplizierter werden, wenn wir versuchen würden, dich hier zu töten und wenn du wieder in einen Drachen verwandelst. Keine Sorge. Wir haben alles herausgefunden, hä? Genug geredet. Sag gute Nacht. Okay, gute Nacht. Aua! Er hat in mein Gesicht getreten. So ein Arschloch. Mann, ey, diese Typen gehen mir langsam echt auf den Piss. Mann, ich will sie umbringen. Komm schon. Gib mir die Kraft, Gott. Die Kraft, sie zu bestrafen. Und wo bin ich jetzt gelandet? Genmel. Was zur Hölle ist ein Genmel? Und wo ist das? Sieht nach irgendeinem orientalischen Ort aus. Irgendein Pub. Der Pub Falls. Okay. Okay, Fall. Sie gehören nun dir. Ich muss einfach nur ein Auge auf sie werfen, oder? Ja. Lass einfach deine Augen auf sie. Und deine Hand weg von der Flasche, verstehst du? Wir haben bessere Sachen zu tun, als uns über ein paar Kinder Sorgen zu machen. Wir danken dir, Fall. Okay, ihr dreckigen Kinder. Ihr werdet schon euren Teil bekommen, wenn der Contest vorbei ist. Fürs Erste bleibt hier und macht keinen Ärger, verstanden? Ach, Manno. Du solltest es auch einfach nehmen, Gar. Der Contest beginnt bald, verstehst du? Was für ein Contest, verdammt. Irgendein Wettbewerb. Ach, und er säuft. Benny, geht es dir gut? Ja, mir ins Gesicht getreten haben sie. Denkst du, mir geht's dann gut? Ich muss erstmal meine Nase gerade rücken. Oh, scheiße. Wenn wir doch nur hier rauskämen könnten mit diesen Seilen. Durchbeißen? Na, ich denke nicht. Die sind zu dick. Das hört sich aber nach Mampfgeräusche an. Wow, wie hast du das denn gemacht? Ja, ich putze meine Zähne regelmäßig. Du hast den ganzen Weg da durchgebissen. Das ist beeindruckend, Benny. Nun könnten wir vielleicht rauskommen. Dadurch sollten wir nicht gehen. Nee. Das wäre kein guter Plan. Sieht so aus, als seien sie gegangen. Da ist dieser Typ namens Fall, aber da sieht so aus, als hätte er ziemlich viel gesoffen und könnte nicht mehr links und rechts unterscheiden. Wenn wir leise sind, könnte er uns vielleicht nicht bemerken. Hältst du das wirklich für einen guten Plan? Es wird schon alles okay gehen, solange wir vorsichtig sind. Also los geht's. Ne, das sehe ich irgendwie nicht so.
Nein, nein, nein. Könnten wir nicht einfach hinten das Seil durchschneiden? Ich habe doch ein Messer. Da könnte ich locker durchschneiden. Oh mein Gott. Nein, lass das. Och Gott, das geht schief. Das wird schief gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, wohin denkt ihr, geht ihr? Wir drehen uns langsam um. Nirgendwohin. Wir gehen nirgends. Glaubst du, das funktioniert? Hm? Ja, das ist richtig. Wir werden dich schon sehen. Wir haben es geschafft, Benny. Ich wusste es, wir können es schaffen. Ja, ist gut gelaufen. Okay, lass uns hier rausgehen, bevor irgendjemand hier aufwacht und uns bemerkt und scheiße. Ja, okay. Dumm-di-dumm-di-dumm. Wir spazieren jetzt einfach mal raus. Ein merkwürdiger Ort, würde ich sagen. Und wer ist dieser große Typ? Ich bin hierher gegangen und habe gehofft, hier mit Fall zu unterhalten. Aber er ist betrunken, wie immer. Okay. Hi. Balio und Sander? Sie werden für eine Weile nicht hier sein. Die sind zu beschäftigt, hier sich für den Wettbewerb vorzubereiten. Warum? Du musst sie wegen eines Grundes sehen? Ja, eines Grundes sehen? Ich will sie umbringen. Das ist mein Grund. Und wer bist du, du Schattengestalt? Hier gibt es ein paar Leute, die hoffen, hier die Fallshow zu erblicken und zu wissen, wie man kämpft. Ich würde unter einem Dieb studieren. Warum? Weil, natürlich, weil du dadurch lernst, dich schnell zu bewegen und wie man Sachen stiehlt, kapiert? Ja, macht Sinn. Würde ich sagen, macht Sinn. Und was mit dir? Dieser Platz wird ziemlich voll sein wegen dem Wettbewerb. Aha. Was für ein Wettbewerb eigentlich? Kann mir das jemand erklären? Genmel ist berühmt für den Wettbewerb. Wir bekommen Leute von überall, um hier zu kämpfen. Kämpfen? Hört sich gut an. Kann ich mich irgendwo einschreiben? Dann könnte ich vielleicht Sander und Balio mal töten. Das ist hier die Spannung des Kampfes, verstehst du? Das ist ja, warum ich hier so aufgeregt bin. Ja, verstehe. Macht überhaupt, ist völlig egal, was es ist, solange es Kämpfen involviert. Deswegen bist du dann so aufgeregt. Und was ist das? Dieses Poster kommt mir bekannt vor, beziehungsweise das Wesen, das da drauf ist. Ja, den haben wir doch schon mal getroffen. Kann nicht viel über das Klientelle sagen, was auch immer das ist. Aber diese Shops haben alles. Achso, vielleicht heißen die einfach Klientelle, irgendwie sowas. Ich bette, du hast die Preise erhöht wegen all diesen Leuten. Aha. Werden hier etwa die Preise in die Höhe getrieben? Wenn sie nach einem Item sucht, wir haben's. Okay. Ich hab zwar kein Geld, aber zeig mal. Na, brauche ich doch sowieso nicht. Und was hast du so für Sachen? Waffen? Ja, oh. Oh, das hätte ich gerne. Skramassachs. Für 1200. Erhöht Agility und deutlich die Stärke. Und Magic and Road könnten wir auch gebrauchen. Ja, mal gucken, ob was wir verkaufen könnten. Firecracker, wie viel bringt das? 250. Ja, bitteschön. Und Taser. Okay, haben wir schon mal 300 mehr.
Frost Attack? Na, wozu brauchen wir das alles? Molotow. Och, wo? Och Gott, das bringt aber auch nicht viel. Skilling, Berries. Panaka. Okay, haben wir Waffen? Nur Oaken Stuff. Bringt nur 25. 165 für Lether? Warum nicht? Und Clothing werden wir wahrscheinlich auch nicht brauchen. Ja, und dieses ganze Zeug, wozu habe ich das eigentlich? Warm. Heavy Carol. Braucht man das Ganze überhaupt? Ich glaube nicht. Ich verkaufe mal die teuren Sachen. So, das war's. Dann kaufe ich jetzt erstmal das da für den Benny. So, bitteschön. Und wenn das, was wir jetzt verkauft haben, noch einiges an Geld bringt, dann können wir auch für Nina was kaufen. Oh nein, es fehlt noch ein kleines bisschen. Oh komm, das können wir noch irgendwo zusammenstauchen. Dieser Oaken Stuff machen wir. So, bei Magic and Road. So, dann hätten wir das geklärt. Jetzt sind wir zwar völlig pleite, aber Hauptsache, wir sind jetzt voll ausgerüstet hier. Und was ist mit dir? Hallo? Ich habe hier, saved up working in the mines. Wahrscheinlich irgendwie geschwänzt oder sowas. Um von den Minen arbeiten, um hier hinzukommen. Nur um hier den Wettkampf der Champions zu sehen. Ich wundere mich, oder ich frage mich, was für Kämpfe sie dieses Jahr haben werden. Aha. Und du? Dieser Wettbewerb wird von den zwei Typen organisiert. Balio und Sander. Okay, sie sind halt ein paar Gangster. Aber solange es Geld macht und die Leute glücklich macht, wen kümmert's? Ja, mich kümmert es. Das sind Arschlöcher. Die müssen sterben. Ob wir dem auch Geld klauen können? Nein. Sieht so aus, als wäre ich auf eine Pechstreife. Das ist der Grund, warum ich hier so geendet bin. Eine Show zählt, hä? Frage mich, ob die da große Frauen drin haben. Du verstehst schon, was ich meine. Ja, ich verstehe schon, was du meinst, du alter Opa. Du bist doch krank. Aber trotzdem gucke ich da mal rein. Hi. Ich wurde betrogen. Ich habe gedacht, dass da große Frauen wären, aber alles, was da war, waren so kleine Mädchen. Hä? Kleine Mädchen? Sieht so aus, als hätte er unsere Darbietung nicht gefallen. Sie ist eigentlich der Favorit von jedem. Okay, wer bist du denn? Sie sagt mir, ich würde ein Star werden. Aber ich singe nicht und tanze. Ich stehe einfach hier den ganzen Tag. Muss man das tun, um ein Star zu werden? Ich bin zwar kein Profi im Star-Business, aber ich glaube nicht. Oh Gott, dann haben wir noch ein paar Zelte hier und da. Na holla, das verstehe ich mal unter einer hübschen Frau. Seid ihr Kinder für den Wettkampf hier? Wusste gar nicht, dass Kinder auf sowas stehen. Natürlich. Kinder wollen viel Blut sehen, verstehst du? Je mehr Blut, desto besser. Und hier das? Hi. Es ist sehr schwierig hier, die, Scheiße. Wie heißt das jetzt nochmal? Ich weiß nicht mehr, wenn man Wetten abschließt, hier diese Raten, die Chancen, die Odds, ich weiß ja gar nicht mehr. Auf jeden Fall diese Raten für den Wettkampf. Und jeder ist an sich ein ganz guter Kämpfer, verstehst du? Och Gott, jetzt muss ich darüber nachdenken. Wie heißt das nochmal? Was auch immer, ist ja nicht so, als wären irgendwelche deiner Vorhersagen richtig. Die Chancen, irgendwie Chancen, wenn man wettet halt. 1 zu 5 und sowas.
Mir fällt der deutsche Begriff gar nicht mehr ein. Ich bin der Manager dieser Arena hier. Aber der Wettkampf wird von ein paar anderen Leuten organisiert, verstehst du? So, deswegen stehe ich hier und hab nichts zu tun. Sie halten den Wettkampf jedes Mal hier. Einmal im Jahr, der größte Wettkampf der Welt. Aha, erinnert mich irgendwie an Dragon Ball, so mäßig. Obwohl, ich glaube, der Wettkampf in Dragon Ball wird gar nicht jedes Jahr gehalten. Die Arena ist zurzeit geschlossen. Der Wettkampf wird bald starten. Okay. Das bedeutet an sich, wir haben hier gar nichts zu tun und sollen einfach nur abhauen. Auch denen haben wir noch zu bereden. Ich bin nicht stark genug, um dem Wettkampf beizutreten. Also bekomme ich meine Action durchs Beaten. Okay, so kann man das auch sehen. Sie sagen, du bekommst was auch immer du willst, wenn du gewinnst. Ich würde es versuchen, aber ich habe keine Chance. Na, vielleicht habe ich ja eine Chance. Es gibt viele nicht nennenswerten Typen hier in der Gegend. Aber ich denke, sie sind alle hier für diesen Wettkampf. 100 Zenny, um zu übernachten? Sag mal, seid ihr denn total bescheuert im Kopf? 100 Zenny? So viel habe ich nicht. Ich habe alles jetzt für die Ausrüstung ausgegeben. Ihr Irren. Nun gut, im nächsten Part werden wir dann abhauen. Bis dann.